Genau dieses Wesen meinte ich. Also, Dulag meinte, es gebe hier vier Wege. Das hier wird wohl der erste sein. Das hier der zweite und das modernde Grün der dritte. Aber ja, wir sind auf der vierten Ebene angekommen. Der Turm ist riesig, nicht wahr? Also ich meine der gesamte Dungeon. Wir hatten zuerst den Turm ja oben und jetzt den Dungeon darunter. So viele Dungeons gibt es eigentlich in Baldur's Gate gar nicht, wenn ich mal kurz resümieren darf. Wir sind ja ziemlich am Ende schon des Spiels, also auch des Add-ons mit Dulags Turm. Wir hatten die Minen von Ashkel, war ein Dungeon. Wir hatten hier oben die Mantelwaldminen, das war noch ein Dungeon. Feuerweinbrücke, mal noch ein Dungeon, macht schon mal drei. Ölkaster war ein Dungeon, macht vier. Gnollfestung kann man nicht als Dungeon zählen. Wir hatten hier ziemlich viele Höhlen, aber die kann man auch nicht wirklich als Dungeon zählen. Wir wissen, dass Sarivok in der Diebesgilde in einen Dungeon entkommen ist. Das macht Nummer 5. 1, 2. So 1, 2, 3, 4, 5. Ja, vom Hauptspiel. Das waren gerade mal 5 Dungeons im Hauptspiel, wenn man es so sieht. Dann haben wir noch Dulags Turm. Achso, der Dungeon unter Kerzenburg. Okay, 6 Dungeons. Den hatte ich vergessen. Dann haben wir noch Dulags Turm und dieses Eislabyrinth auf der Insel vom Add-on. Sind wir bei 8. Ja gut, wenn wir die Kanalisation noch mitziehen und das Werwolfschiff, sind wir bei 10. Also das kann man gerade mal an zwei Händen abzählen, was es hier an Dungeons gibt. Ist nicht wirklich viel, oder? Wobei richtig große Dungeons waren wirklich nur die Mantelwaldminen, die Minen von Ashkel und Dulags Turm. Also mit mehreren Ebenen. Das Eislabyrinth hatte nur eine, die Feuerweinbrücke. Also richtig große Dungeons waren es nur 3 Stück. Gut, so viel dazu. Jetzt machen wir aber mal weiter. Mich kümmert's, denn ich verschwinde jetzt. Wie wir ja gehört haben, scheint das die letzte Ebene zu sein. Jedenfalls klang das vom Schachspiel so und von Dulags Geist ja, hier jetzt. Beinahe unter meiner Würde. Und wenn ich mich noch richtig erinnern kann, gab es auf dieser Ebene nicht zu viele Fallen. Sondern es ging mehr um Rätsel. Du bist ja ein komischer Kauz. Ich schicke aber sicherheitshalber immerhin wieder vor. Ja, ich hab genug davon. Komm, Talisa, jetzt stehst du im Weg. Sonst war es immer kalt. Gut. Ich hab genug davon. Ja, gut. Das ist übrigens auch wieder etwas, was in Teil 2 besser klappt. Da hängen die Leute nicht so aneinander fest. Oh, die solltest mal Quicksave machen. So, hier ist ein größerer Raum. Mit einer Falle. Und ich höre irgendwelche Insekten. Und sehe einen Waldschrat. Ah, okay, Waldschrat. Was macht ein Waldschrat in der Ruine? Kali, nicht an ihm hängen bleiben. Was wollt denn? Ich verschwinde jetzt. Was? Nichts leichter als okay, das. Was macht ein Waldschrat in einer Ruine? Er verbündet sich mit Spinnen. Eine Schwertspinne. Au. Okay. Die ging ja noch. Da ist da eine Phasenspinne. Wäre jetzt nicht anders gedacht. Das war die Phasenspinne. Noch eine Schwertspinne. Oh. Was bist du denn? Astralphasenspinne? Oh. Du bist verdammt schnell, aber machst nicht sonderlich viel Schaden, muss ich ehrlich sagen. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Ja, Hira, wir haben keine Zeit, um über einen besseren Anführer abzustimmen. Wir sind mitten in einem Dungeon. Okay, wir heilen mal Kali ein bisschen, bevor wir weitergehen. Was wollt ihr? Das heißt, wir sind hier mal wieder in so einem Spinnennest. Das wird also hier so wieder so eine Netzfalle gewesen sein. Okay, noch eine Phasenspinne. Okay, die ging ziemlich schnell tot. Gut, waren das alle hier? Ja.
Das heißt, wenn wir hier in einem Spinnennest sind, mal wieder, müssen wir an den Ausgängen aufpassen, auf so Netzfallen. So wie im Mantelwald zum Beispiel, wer sich noch an das Spinnengebiet erinnern kann, was immerhin in den Wahnsinn getrieben hat. Das Holzgerüst liegt über einer tiefen Grube. Die genaue Tiefe der Grube kann man schwer schätzen, wenn man aber einen Stein hineinwirft, hört man ihn nicht am Boden aufkommen. Ah ja, ein Fass ohne Boden also. Ja? Gut, das heißt immerhin. Guckt sich mal die Gänge hier an. Hier ist eine Tür und da ist ein Gang. Da ist eine Statue, mit der wir reden können. Ein steinerner Golem. Oh. Aber scheinbar ist hier schon mal keine Falle im Weg. Aber hier ist eine. Das wird so eine Netzfalle sein. Ja. Gut, hier scheint es weiter zu gehen. Eine komische Apparatur. Nee, sprechen wir erstmal mit dem Golem da. Gut. Sprechen wir erstmal mit dem Golem hier. Fragen habe ich für euch. Nur kleine Angehörige dürfen hier passieren. Zeigt eure Kenntnisse der Geschichte, antwortet richtig und der Weg ist frei. Antwortet falsch und ihr bereut es. Keine zweite Chance, nicht für richtig, nicht für falsch. Wünscht ihr jetzt zu antworten? Stellt eure Fragen, Golem. Wenn ihr ein verwandter Durlax, Sohn des Bulo Donnerax, zählt, wenn ihr euch als Verwandter zählt, werdet ihr die Familie gut kennen, die diesen Ort erbaut hat. Der jüngste Sohn von Durlax, die Zukunft des Clans, wie heißt der? Also wir haben Fürnebol und Kiel. Die anderen, die sagen mir gar nichts. Fürlak, Briel. Kiel war der Legionentöter, der war es nicht. Es war, glaube ich, Fürnobel mit dem Bogen. Eure Antwort ist befriedigt. Eure Antwort befriedigt. Es bleibt noch eine weitere Frage. Durlax, der Erbauer des Heims, Gründer des Clans, hatte einen Namen. Nicht von seinem Vater, sondern aufgrund seiner Taten. Der Turm wurde aus den Reichtümern von Drachenhorten gebaut, aber seinen Deinamen erhielt Durlax durch Glück in einer Schlacht. Mit Axt und Feuer reinigte er das Land von Bestien, mit denen er gerne kämpfte, wenn die Axt allein nicht reichte. Ich frage nach dem zweiten Namen von Durlax. Also er hat gegen etwas gekämpft, was man nur mit Axt und Feuer bekämpfen konnte, nicht mit der Axt alleine. Drachenschlechter. Das fällt schon mal weg, weil es hieß hier, ja, er hat seinen Turm aus Reichtümern von Drachenhorten gebaut. Aber dadurch erhielt Durlax nicht seinen Beinamen. Flinttöter wäre lächerlich, wegen irgendwelchen Gnollen. Vampirmörder, Uger, schlichter Drow-Töter, obwohl ich glaube, Durlax hat nicht gegen Drows gekämpft, jedenfalls wurde das nicht erwähnt. Doch hat er eigentlich. Riesenbezwinger, Meister der Betrachtung? Nein, sicher nicht. Er war natürlich der Trolltöter. Also das haben wir schon mal, glaube ich, von Ike gehört, dass Durlax Trolltöter war. Eure Antwort befriedigt. Es bleibt noch eine Frage. Der Vater dieses Ortes formte den Clan, der in Zeiten des Betrugs fiel. Falsche Gesichter erhoben Anspruch auf die Zukunft und Durlax verlor seinen Clan. Dieses Schicksal teilte er mit seinem eigenen Vater, einem Wanderer, der durch die Stärke seiner Waffe lebte. Ich frage euch nach dem zweiten Namen von Bolur. Für diese Antwort braucht ihr ganz einfach eine gehörige Portion eures gesunden Menschenverstandes. Mhm. Donneraxt, Dämonenmörder, Streitaxt, Donnerhammer, Steinbrecher, Starkhammer, Trolltöter. Das ist Durlax schon. Und Wolfsjäger. Ja, das ist ganz einfach. Also wer diese Frage falsch beantwortet, ist doof. Ich habe sie damals auch gleich richtig beantwortet. Wer nämlich nicht drauf kommt, der scrolle etwas höher. Wen ihr euch als Verwandter Durlax, Sohn des Bolur Donneraxt zählt. Also, Bolur Donneraxt. Eure Antwort befriedigt. Hier ist der Schlüssel, den ihr braucht. Und hier ist das Geheimnis, das ihr kennen müsst. Die Knochen werden dort gehen, wo es das Fleisch nicht kann. Der Schlüssel wird die Knochen gehen lassen. Okay, wir sind in einem Raum mit einem Kompass. Also so einer Kompassrose auf dem Boden. Ja? Was ist das für ein Raum? Hier sind wieder drei Statuen, oder vier Statuen, Entschuldigung. Steiner der Golem, was habt ihr denn zu sagen? So.
Mit mir ging es zu Ende. Sprecht nun von meinen Schwierigkeiten, um mir zu zeigen, dass ihr etwas gelernt habt. Woher kam mein Schmerz? Wo traf mich mein Schmerz? Wo nistete er sich ein? Wo lebt mein Schmerz in mir? Sprecht und stellt unter Beweis, dass ihr versteht. Ich werde jetzt noch keine Wahl treffen. Ihr werdet wen und zwar schnell. Zögern enttarnt euch als Außenstehenden. Okay. Sprechen wir erstmal mit diesem Monster hier. Also das hier sieht aus wie ein Monster, das wie ein Zwerg. Du siehst auch ungefähr aus wie ein Zwerg. Du wirst wahrscheinlich Dulax sein. Und du siehst aus wie ein Mensch. Wer bist du? Mit uns begann alles. Mit den Meistern, die mit den Tentakeln haben uns angewiesen. Mit uns begann alles und mit den Meistern, die mit den Tentakeln haben uns angewiesen und wir haben angegriffen im Schutz der Nacht. Also die mit den Tentakeln, das sind Illifiden oder Gedankenschinder. Stellt euch einfach einen Oktopus auf einem Menschenkörper vor. Die Viecher sind garstig, vor allem wir begegnen im zweiten Teil noch welche, also in Baldur's Gate 2. Freut euch also schon mal drauf. Dagegen sind die Gegner hier im ersten Teil teilweise ein Witz. Wir nahmen uns zuerst die Schwächeren vor, versteckten uns zwischen den Kindern. Niemand soll uns herankommen. Niemand bemerkte die Rebellion und niemand überlebte den letzten Aufstand. Als Dulak die Täuschung bemerkte, war es zu spät. Spät. Seine eigene Familie wollte ihm an den Kragen und er schlachtete ihre falschen Gesichter ab. Mit uns vom Westen fing es an. Also mit den Eindringlingen aus dem Westen müssen wir uns merken. Also ist hier wohl Westen, dem Kompass nach, also ist da Norden. Dann reden wir mal mit dem Zwerg im Süden. Dies ist nicht mein Gesicht. Die Eindringlinge kamen und nahmen mir mein wahres Gesicht, begruben es zusammen mit meinem Körper und meinen Gefährten. Ich war unter den Letzten, aber nicht den Allerletzten. Und ich sah die Schrecken kommen. Mein Kind erhob sich gegen mich, auch wenn es nicht mehr mein Kind war. Es trug ihr Gesicht, aber ich wusste, sie war tot. Die Doppelgänger kamen von innen und wir konnten uns nicht selbst bekämpfen. Besser sterben, als sich selbst zu töten. Was wäre übel von einem Mann, der seine Familie und sich selbst töten musste? Ich war unter den Letzten, aber nicht den Allerletzten. Also war er nicht das Letzte im Glied. Und du hier? Wir wurden eingeheuert, nachdem die Schlachten geschlagen waren. Wir sollten Dulaks Vision in die Tat umsetzen. Wir taten unser Bestes, aber seine Visionen wurden dunkler und bald konnten wir nicht mehr sehen. Wir warteten durch seine Gefallenen und wir warteten durch sein Gold. Also seid ihr wohl die Handwerker, die den Turm befestigt haben, hä? Kurz vor dem Ende fürchteten wir uns um unser Leben, wenn auch nicht so stark wie er. Ich war mir nie ganz sicher, ob er Eindringlinge aus- oder sich selbst einsperren wollte. Beides wohl, schätze ich. Wir wurden eingeheuert, nachdem die Schlacht geschlagen waren. Wir taten unser Bestes. Okay, das sind die Statuen gewesen. Dann sprechen wir jetzt nochmal mit dem im Norden. Mit mir ging es zu Ende. Sprecht nun von meinen Schwierigkeiten, um mir zu zeigen, dass ihr etwas gelernt habt. Woher kam mein Schmerz? Wo traf mich mein Schmerz? Wo nistete sich mein Schmerz ein? Wo lebt mein Schmerz in mir? Sprecht und stellt unter Beweis, dass ihr versteht. Also mit Dulak ging es zu Ende. Im Norden. Und wir wissen, dass es im Westen begann. Also Westen haben wir hier. Vom Westen kam er, dann von Süden. Der Osten hat ihn als nächstes. Und nun ruht er im Norden. Osten, Süden, Osten, Norden. Nochmal Westen. Vom Westen kam er, dann von Süden. Der Westen hatte ihn noch einmal. Und nun ruht er im Norden. Also nein, das kann nicht stimmen. Die Angreifer kamen und dann war es vorbei. Aus dem Westen. Also nehmen wir das hier. Vom Westen kam er, dann von Süden. Ja, also die, der Schmerz, sein eigenes Volk zu verlieren. Da traf es ihn bei seinem eigenen Volk. Er nistete sich im Turm ein, also da, als die Handwerker ihn befestigt haben. Das ist hier der Osten. Und mit ihm ging es dann zu Ende. Also nehmen wir Nummer 3. Ihr habt ein wenig dazugelernt. Vielleicht werdet ihr sogar überleben. Okay, und jetzt? Sind wir wieder hier. Gut. Hast du was zu sagen, Dulak? Ihr habt den Raum gefunden, der euch den Weg weist, aber ihr seid noch nicht fertig.
Der Weg ist euch noch nicht klar. Versteht die Pfade, die fortführen von hier, und ihr werdet zurückkehren. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. Also bevor ich wieder hier rumgehe, gucken wir erstmal, wo lang es hier geht. Das hier sieht schon mal verdächtig aus. Mich kümmert's nicht. Ja, hier ist eine Tür. Was wollt ihr? Wahrscheinlich führt's hier rein. Ja, in dieses giftgrüne Gebiet. Das hebe ich mir für den Schluss auf. Gucken wir uns lieber erstmal hier oben weiter um.